Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry, Far Cry 4 und haben gerade große Quatschmissionen hier gemacht. Weil wir haben einfach ein Missionsziel nicht triggern können. Spannend ist jetzt, was passiert, wenn wir das Missionsziel dann trotzdem nochmal triggern. Wir sind da und müssen noch dort. Die Frage, wie kommen wir da am schnellsten und einfachsten dümmsten her? Und zwar mit dem hier. Ich frage, können wir den mitfahren? Danke dir tausendfach. Okay. Namaste. Jo, keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Okay, einfach blasen. Setz mal alle mal Erfahrungspunkte hier drauf. Irgendwann haben wir hier einfach alles. Fehlen nur noch zwei Stück. Mich das ist. Oh, Viecher. Wenn ich schon Viecher kriege, kotzen. Ja, da kommt jetzt irgendein Fahrzeug lang. So wie er jetzt hier. Oh, mir ist doof. Toll, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Will ich ja. Für eigentlich nur ein Auto. Spannend ist, wenn wir jetzt das Ding hier triggern. Ich versuche jetzt mal was aus. Was passiert, wenn wir den Weg zurückfahren? Mit Vollspeed. Wir haben ja so ein Racing-Mobil jetzt hier. Einfach mal zurückfahren, gucken, ob wir das jetzt triggern, ob das Ergebnis zählt. Oder er meckert rum, Missionsgebiet verlassen. Okay. Entschuldigung. Das ist ja, wenn man quatscht und Auto fährt gleichzeitig. Außer gab es ja im Tunnel hier nochmal. Okay. Auch erledigt. So geht er nämlich auch hier. So, weiter geht's jetzt hier. Okay, ah, die schießen auch wieder auf den Adler oder sowas. Oh, Viehzeug höre ich jetzt schon wieder auf den Ohren. Die Frage ist, wie kann man das scheiß Radio abstellen, weil der Typ geht dezent auf den Piss. So. Ah, die ganze Show sind doch noch ein Vorteil. Achso, ich dachte, es kommt Royal Army. Ich weiß ja einmal, wo die ganzen Plakate sein sollen. Wir haben schon 101 abgerissen. Und alle Propagandazentren zerlegt. Das heißt, Propaganda kann jetzt keine mehr kommen. Radio. Oh. So, Ali, muss nur ein bisschen Ruhe ziehen. Entschuldigung. Ja. Der ist definitiv hin. Da ist ja alles übrig geblieben von seinem lustigen Quatsch. Okay, wo bist du, mein Freund? Jetzt haben wir. Er braucht dann doch ein paar Einschläge mehr. So, weiter geht's hier runter. Da könnte man auch so schön geradeaus fahren. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, unser Fahrzeug hat ein leichtes Problem, weil das lenkt sich nämlich kacke. So, Missionsgebiet. Sieht eigentlich von der Seite ganz gut aus, aber trotzdem fuhr er sich kacke. Direkten Weg nehmen. Cool. Mal gucken, ob wir vielleicht da reingehen können. Gleiche Problem wie jetzt. Wir kriegen das Ding nicht getriggert. Ernsthaft, wir kriegen das Teil nicht getriggert. Das ist natürlich ganz große Kacke. Vielleicht mit dem Typen reden hier. Ich glaube, wir sollten einfach dafür sorgen, dass die Mission mal richtig scheitert. So. Weil irgendwie kriegen wir das sonst nie auf die Reihe.
Weil wir sind ja mitten im Missionsgebiet hier. Und haben den Trakt gerade zerlegt. Oder ihr erwartet, dass wir von hier kommen. Die Frage ist, wie kann die Mission aufgeben? Ah ja. Ganz einfach, wie ich sie aufgeben kann, ist wahrscheinlich, indem ich selbst sterbe. Was so auf die Art und Weise nicht funktioniert hat. Ich glaube mal, wir müssen sterben und hoffen mal, dass die Mission dann im Arsch ist. Oder vielleicht funktioniert dann der Trigger. Also auf alle Fälle hat es so nicht geklappt. Was natürlich doof ist. Weil der Plan ist ja schon, dass wir das Ganze auslösen und triggern und von daher Spaß haben. Okay. Erreichen den Konvoi. Führer sei Dank, dieser Propagandamist ist endlich aus. Okay. Ich hab von der Klippe gesprochen. Schön, ich würde auch von der Klippe springen. Ich heute früh auch gesagt. Rein in den Konvoi. Würde ich ja gerne, ich habe nur kein Fahrzeug. Oh, die kommt von da, ist jetzt ein Fahrzeug an. Ja, das Fahrzeug fährt in die falsche Richtung. Ah, ja. Ist extrem ärgerlich. Wäre es natürlich ganz große Kacke, wenn jetzt... Deswegen das ganze Spiel nicht mehr funktioniert. Ein hübscher Weg. So. Oh lala, oh lala. Da vielleicht nicht so runter. Mal gucken, ob die Plakate jetzt noch da hängen. Ah, du bist da. Wir können los, sobald du bereit bist. Kein Platz im Führerhaus. Du musst oben auf den Truck klettern. Ja, da sieht er schon mal besser aus. Also, das Ding ist einfach zu kaputt gewesen, dass das nicht funktioniert hat. Aber jetzt wissen wir ja schon den Weg. Eine Ladung Wetterballons rumkutschieren, ja. Wir können uns keine Satelliten leisten. Also tragen Ballons Digitalkameras über Means Anlagen. Oh, Blick nach allen Richtungen. Das Problem ist, dass natürlich das Bergauf-Scheiße natürlich extrem langsam ist. Das Ding natürlich kein Supertruck ist. Linke Seite! Ja, der hat gesessen, würde ich sagen. Alle Reihen platt. Jeder Ballon hat ein GPS-Signal, damit wir ihn wiederfinden können, nachdem er gelandet ist. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Speicherkarte rausziehen und uns die Bilder ansehen. Okay. Das ist der beste Weg, Daten über Means, Ausbildungscamp, Gulags und sogar Truppenbewegungen zu sammeln. Nicht schlecht, hä? Du weißt ja, was man sagt. Ja. Not macht das hinterisch, mein Freund. Ja, zum Beispiel so. Linke Seite, linke Seite! Die Straßen hier sind sehr steil. Ich muss runterschalten. Wir kommen nur langsam voran. Ja. Eiern ein bisschen. So, jetzt müssen wir aber auf das vorne Gerät wechseln. Einer weniger. Hey, da drüben ist eine einer weniger. Spring runter, wenn du nachladen musst. Wir nehmen den Tunnel. Zieh den Kopf ein. So, ich muss nachladen. Das Tolle ist, ich kann nicht nur nachladen. Ich kann jetzt auch den Truck reparieren. Weil kein Feind da ist, Truck steht. Gut, hast den repariert. So, können wir noch was mitnehmen? Nein, brauchen wir nicht. Tunnel. Wobei, letztes Mal braucht man beim Tunnel auch den Kopf einziehen. Ich bin nur gespannt, was uns jetzt erwartet. Sie sind hinter uns. Das ist lustig, weil... Jo, so geht er nämlich auch. Jupp, die sind auch weg. Multikill. Cool, da kommt das Ding immer noch geschlittert. Ist das nicht geil? Ich feiere das gerade tierisch. Da kommt das... Rechte Seite, rechte Seite! Gegner auf der Straße vor uns! Vor uns, vor uns, vor uns. Einmal auf die Seite gelegt, das Ding. Minen würde ich jetzt nicht benutzen, weil ich habe... Okay, wir müssen uns selber heilen hier.
Alter! Weitermachen! Hat was abbekommen, aber fährt noch! Oh, wo ist er hier? Oh, hat was abbekommen, fährt noch. Doof. Das Armaturenbrett blinkt wie ein Weihnachtsbaum, aber noch geht's. Ja, jetzt gleich genug. Also die Minennummer hätten uns auch eher entfallen können. Warum hat das keiner gesagt? So, Granatwerfer wieder griffbereit. Da kommt auch keiner mehr hinterher. Und wir haben ja gelernt, wir sind nämlich gleich da. Uiuiuiui, war doch eine spannende Fahrt mit dem Mister Truckfahrer hier. Erst die Trockenübung, da werden wir wissen, wo es lang geht. Und beim zweiten Mal dann richtig. Okay. Das finde ich auch. So. Was können wir noch anstellen? Wie gesagt, der Plan ist ja, bevor wir uns da oben kümmern, noch mal vielleicht hier das mal ein bisschen freischalten. Ich würde sagen, wir machen mal eine Schnellreise darüber. Mit der Schnellreise von da aus dann zum Außenposten und von da aus die Sache einfach mal klären. So, jetzt sind wir einmal hier. Und denke mal, es wäre nicht verkehrt, wenn wir jetzt nochmal unser Waffendingsbums erstmal wieder anpassen. So, was haben wir weggeworfen gehabt? Das Scharfschützen. Nein, Seitenwaffe. Und zwar unsere lustige Schrotflinte. Wo ist sie denn? Ah nein. Einzigartige Schrotflinte war das, glaube ich. War das. Oh. Trumper. Oh, okay, wir können den kaufen. Okay. Dann kaufen wir den doch einfach mal. Einfach weil wir es können und sowieso nichts anderes zu tun haben. Ah, ja. Auch sehr hübsch. Was haben wir denn? Was ist das überhaupt? Keiner aufsetzen, nicht verwenden. Aber egal, wir wollen ja. Was wollte ich denn? Ah ja, den hier wollte ich doch haben. Und zwar dahin. So. Munition kaufen. Dann auch hier nochmal gucken wir nach Munition, weil wir haben bestimmt bei dem Fall um Bögen wieder ein bisschen was verballert. Hier Feuer verballert. Jetzt alles auch super. So, rausgehen, hoffen, dass ein Auto da ist. Ach, hier sind wir. Alles klar. Weil das nächste Ziel, wo wir hinwollen, ist nämlich das da. Ich weiß nicht, habt ihr Bock auf die Shangri-La-Geschichten? Dann machen wir den noch. Wenn wir unerwartet eher fertig werden sein sollten, als Far Cry 5 draußen ist, dann können wir ja sowieso noch ein bisschen hier drinnen Spaß haben und einfach gucken, was wir so anstellen. Super wäre natürlich, wenn wir ein Fahrzeug hätten. Weil dann bräuchte man nicht laufen. Aber oh, wir haben das Befürchtung, wir haben ja kein Fahrzeug. Und wird es wieder rumgeballert. Hilft uns aber relativ wenig weiter. Rumgeballert. Okay. So, einmal hier rüber gesprungen, warum auch immer. Ah, da ist der Außenposten. Warum ich hier hoch sollte, das weiß ich auch nicht. Aber gut, dann gehen wir hier den Weg mal runter. Zum Glück Fallschaden. Solange es alles schräg genug ist, ist das alles unproblematisch. Okay. Man hört schon wieder Gebrüll. Karma-Mission. So, Geisel befreit, beziehungsweise erstmal gesichert. Uns? Du bist du alleine, Alter? Ich war sicher, dass ich sterbe. Ich schulde dir was. Ja, gib mal her die Kohle. Achso, die Kohle hast schon rausgerückt. Ah ja, da oben geht's hoch. Die Frage ist, gönnen wir uns hier mal wieder mal nach Ruckaktion? Oder auch nicht? Erstmal sind wir ein bisschen hochgeklettert. Ein bisschen Schwung holen hier.
Hier hört man schon eine Biene. Bienen sind on stage. Aber wir machen heute den Außenposten dann doch nicht mehr, weil die Zeit ist nämlich rund. Wir sind aber kurz davor, den Außenposten zu nehmen. Glaube ich jedenfalls. Ich werfe noch einen Blick auf die Karte, bevor ich hier Quatsch erzähle. Okay, wir sind noch auf dem Weg zum Außenposten hin. Noch lange nicht da. Aber wir gucken uns das Ding hier oben trotzdem mal an. Das sieht... Okay. Vielleicht gibt es hier wieder was zu entdecken. Auf alle Fälle haben wir hier wieder ein bisschen Munition zum Einsammeln. Auch hier ein lustiges Häuschen. Mit schlecht gelauten Viechern. Ich hoffe, sie wollen sie nicht angreifen. Und nichts drin. Gut, nichts ist drin, auch zu spät. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Far Cry 4. Und wir gucken uns weiter hier oben um und versuchen den einen Außenposten zu nehmen. Und dann schauen wir mal, was wir dann nächstes machen. Amita steht auch noch an. Aber da werden wir mal gucken, wann wir dazu kommen. Bis dahin, ich bin Mac Vurago und sag Servus und Ade.